Hallo ihr Lieben, hier ist die Kiria van de Kamp. Ich bin Coach und Hebamme. Und das ist sowohl ein privater Post als auch ein arbeitsmäßiger Business-Post. Es geht um Sichtbarkeit oder Höhle, Rückzug oder zeigst du dich? Und es ist einmal so grundsätzlich das Thema, traust du dich, dich zu zeigen? Kennst du das, dass du eigentlich gerne was rausbringen möchtest von deiner Message und traust dich nicht wirklich sichtbar zu sein? Und wo ist auch das Bedürfnis nach Rückzug und nach Höhle? Und wie kannst du dem gerecht werden? Und das ist auch immer ein bisschen herausfordernd. Viele Menschen denken von mir zum Beispiel, ich wäre nur total extrovertiert und es würde mir immer total leicht fallen, mich zu zeigen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Ich habe beide Seiten. Ich habe sowohl eine eher extrovertierte Seite, wo ich mich zeige, wo ich mich der Welt präsentiere, wie in diesen Videos. Das ist aber auch etwas, zu dem ich mich persönlich verpflichtet habe für mich einfach und gesagt habe, ich mache das jetzt, ich mache ein Commitment für mich, dass ich 365 Tage lang jeden Tag ein Live-Video mache, weil ich wusste, dass ich es nicht tun werde, wenn ich mich nicht verpflichte dazu. Denn ich habe genauso den Höhlenbären in mir und ziehe mich immer wieder auch gerne zurück. Das seht ihr natürlich nicht so, weil ihr seht ja nicht mein ganzes Leben auf Social Media, ja. Ich habe manchmal schon meinen Cocoon gepostet, mein Hängezelt, das ist meine kleine Höhle. Und ich habe durchaus auch immer wieder die Tendenzen, mich sehr zurückzuziehen, wo ich echt Zeit für mich brauche, alleine brauche. Und ich habe manchmal auch schon über das Human Design gesprochen. Das hat mir sehr geholfen. Das ist ein bisschen verwandt mit der Astrologie, aber noch mal ein bisschen anders, mehr über mich zu verstehen, warum das so ist. Es hat nämlich damit zu tun, dass ich meine ganzen, oder ja, ich glaube, so ziemlich alles offene Zentren habe und ganz viel aufnehme von Menschen. Ich bin energetisch sehr feinfühlig. Ich bin ein sehr energetischer Mensch und kriege sehr viel mit. Das heißt, ich sauge andere Menschen auf wie ein Schwamm ein bisschen. Und dann brauche ich Zeit für mich, um mich wieder auszufringen, um wieder bei mir zu sein. Das kann für andere manchmal aussehen, als bin ich irgendwie, dann zicke ich drauf, weil ich will dann manchmal irgendwie gar keinen Kontakt auch haben. Und das ist für mich aber total wichtig. Das darf man nicht persönlich nehmen. Ich brauche immer wieder diesen Rückzug, um überhaupt dann wieder zu anderen Zeiten in die Sichtbarkeit gehen zu können. Und das brauche ich sowohl privat als auch in meinem Business. Und ich habe für mich auch festgestellt, zum Beispiel, dass ich am besten funktioniere in meiner Arbeit, gerade zum Beispiel in meinen Gruppenprogrammen, wenn ich sagen kann, okay, ich mache einen Call, der ist festgelegt und die anderen Sachen, die bringe ich rein, wann ich in dieser Energie bin, weil ich bin in wellenartig in Energie und ich bin nicht immer in dieser nach außen gebe Energie. Aber ich bin, sage ich mal, am besten im nach außen geben, wenn ich wirklich diesen Energiewellen auch folge und dann sichtbar werde, wenn ich gerade in dieser Energie bin. Und wenn ich in der Rückzugsenergie bin, dann muss ich mich entweder wieder leer machen, um auch überhaupt empfangen zu können. Denn wenn du irgendwas empfangen willst, dann musst du dein inneres Gefäß auch immer wieder leer machen, damit da überhaupt Platz ist, damit da was reinfließen kann, ja? Also ich brauche auch diesen Rückzug immer wieder, damit ich überhaupt wieder frisch empfangen kann, ja, und nicht in der Stagnation bleibe. Und wenn dich das in deinem Business beschäftigt, zum Beispiel, wie bist du mit deiner Sichtbarkeit? Da würde ich auch immer wieder schauen, dass du dir selbst auf die Schliche kommst, wo da der Rückzug eine Vermeidung ist, weil du dich gerade nicht traust, dich wirklich sichtbar zu machen, oder wo der Rückzug wirklich dir dient, weil du das brauchst, um wieder Kraft zu tanken. Ja? Das können nämlich auch innere Ausreden sein. Wo traust du dich nicht in die Sichtbarkeit zu gehen? Und für mich war zum Beispiel dieses Videos machen, da war eine Entscheidung für mich auch drin, dass ich das mache, dass es für mich leicht ist. Und zwar, indem ich einfach authentisch bleibe und darauf vertraue, dass mir immer wieder was einfällt, was ich erzählen kann. Also es hat für mich immer mit Vertrauen zu tun, auch in diese Sichtbarkeit zu gehen und authentisch zu sein und da eben auch darauf zu vertrauen, dass die Leute, die zu mir finden, die mit mir arbeiten wollen, mich eh mögen, weil ich so bin, wie ich bin. Und ich muss denen nichts vorspielen. Also wenn du denkst, du kannst nur Videos machen, wenn du denen was vorspielst, dann kann ich dir aus meiner Erfahrung sagen, nein, die Menschen schätzen es, wenn du authentisch bist und wenn du dich auch zum Beispiel verletzlich zeigst. Gestern habe ich ein Video gemacht, wo mir die Tränen gekommen sind. Das habe ich schon öfters gehabt und ich lösche das dann auch nicht. Ja, das wahre Leben. Ja, das passiert mir, wenn ich berührt bin und das ist für mich auch total okay. Ich habe ganz unterschiedliche Arten von Videos gemacht. Manche sind lustig, manche sind ernst und
Ich zeige mich, wie ich bin. Und ja, wenn du dich zeigst, dann kommt manchmal auch Gegenwind. Dann gibt es Leute, denen gefällt das nicht. Und ja, da braucht es auch so ein Standing, damit okay zu sein, dass du nicht allen gefallen musst. Ja, du musst es nur dir recht machen. Ich sage immer, es ist nicht deine Aufgabe, mich gut zu finden. Es ist meine Aufgabe, mich gut zu finden. Und dann kann ich damit auch da stehen und hier einfach sprechen, weil ich das Gefühl habe, ja, klar, da gibt es Leute, denen gefällt das nicht. Aber das sind ja auch nicht meine Soulmates, meine Traumkunden. Dafür danke ich der Alicia Beluga sehr, die mich eingeführt hat in das Konzept. Und ich habe das immer gespürt, dass meine Kunden nicht einfach Kunden oder Klienten sind, sondern meine Soulmates sind. Und es hat so mit mir resoniert, ich dachte, ja, genau, ja. Ich liebe meine Klienten und Klientinnen und die sind mit mir auf einer Wellenlänge und die sind nur von mir angezogen, weil ich so bin, wie ich bin und nicht, weil ich mich verstelle, ja. Also, wenn das für dich ein Thema ist, dich zu zeigen in der Welt da draußen, dann kann ich dich nur ermutigen. Und auch deine Art zu finden. Für mich ist die Art, rauszugehen, Videos zu machen. Ja? Ich schreibe zum Beispiel gar nicht gerne E-Mails und ich bin immer schlecht im bisher gewesen, meine E-Mails zu beantworten und Newsletter rauszuschicken. Das ist echt nicht mein Ding. Aber ich weiß, dass manche Leute das total lieben und die lieben es, Artikel zu schreiben. Oder lieber Podcasts rauszugeben oder sowas. Finde deine Art der Sichtbarkeit und eben achte darauf, wenn du merkst, du hast Rückzugstendenzen, ist das eine Vermeidungsstrategie oder brauchst du das, um Energie zu tanken? Und letztendlich ist beides okay. Ist das alles okay? Es ist nur gut, wenn es dir bewusst wird und du aufhörst, dich selbst zu veräppeln. Ja? Weil wir können uns auch erzählen, dass wir uns immer zurückziehen müssen, um aufzutanken und dabei aber einfach uns nicht trauen, diesen Schritt zu machen in die Sichtbarkeit. Und ich kann nur sagen, ich glaube zutiefst, dass jeder Mensch total einzigartig ist in seiner individuellen Komposition von Talenten, Fähigkeiten, Erfahrungen. Und dem, was sie in die Welt bringen. Und niemand, niemand, wirklich niemand ist genauso wie du. Und die Welt braucht genau diese Frequenz, diese Melodie, dieses Puzzlesteinchen, ja. Also man muss auch mal wieder aufpassen, dass man sich eben nicht mit anderen vergleicht. Ich sage mal, lass dich inspirieren von anderen, aber vergleich dich nicht mit anderen, indem dass du denkst, du müsstest so sein wie diese Person, weil es gibt nur einen Menschen, der so ist. Und du hast eine ganz besondere Gabe, eine ganz besondere Frequenz, eine besondere Botschaft. Und ja, die gilt es immer wieder zu finden und sich da auch in dem Rückzug immer wieder mit sich zu verbinden. Das ist was, was ich merke, was ich brauche, wenn ich immer nur im Geben bin. Dann brauche ich echt wieder Rückzug. Es kann sein, dass ich dann ein bisschen grätzig werde so und das Gefühl, wow, lasst mich gerade mal alle in Ruhe, weil ich merke, boah, hab dem nicht genug Raum gegeben, dass ich wieder Zeit für mich brauche, dass ich mich wieder ausfringen muss und um mich wieder zu spüren, um mich wieder mit meiner Essenz zu verbinden. Ja, also es ist beides wichtig. Zeig dich der Welt, gib deine Gaben in die Welt und deine Melodie, deine Energie. Und schau auch, dass du immer wieder Zeiten hast, wo du wirklich wieder zur Ruhe kommen kannst, dich wieder in die Mitte bringen kannst und dich mit dem verbinden kannst, wer du eigentlich bist und dann auch, was deine Botschaft ist. Und dann kommt das wieder, wenn du vertraust, dass auch die richtigen Worte auftauchen, dass deine Botschaft wieder auftaucht und klarer wird, dann kommt das auch. Ja, da mag ich dich ermutigen. Alles Liebe von mir und bis bald.